Hey, ich wünsche euch also herzlich willkommen zu einem neuen, tja, Horror-Game. Wer hätte es gedacht, wir spielen jetzt Within Scary von Turnvex Games. Genau, Turnvex Games. Ihr kennt es, Inside Depth 6, oder Dead Man's Journey. Ich sehe immer wieder Dead Man's Journey. Wir haben schon ein paar andere Spiele von Turnvex gespielt. Und die sind immer ziemlich besonders. Kommen meistens mit ziemlich coolen Ideen daher und einer richtig coolen Atmosphäre. Und der hat aber auch ziemlich simpel angefangen. Also die ersten Spiele waren wirklich irgendwie schlecht, aber hatten doch immer irgendwas Sympathisches an sich. So, und das ist das Neue. Es geht ungefähr eine Stunde. Man hat kein Savegame, stand da gerade. Wir müssen es durchspielen. Und eine Stunde. Mal gucken. Fangen wir mal an. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir hier irgendwie reinfliegen oder so. Weil normalerweise hat er das immer in seinen Games. Mal sehen. Es gibt ein Sprichwort. Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Karma in anderen Worten. Okay. Könntest sogar einen Schritt vorwärts gehen und die Geschichte als Referenz für das Böse nehmen. Okay, eine Geschichte, wo Energie fokussiert wird auf einen einzelnen Punkt und eine Kraft geboren wurde, die seine Energie von dem Bösen und der Dunkelheit zieht. Diese Geschichte. Erzählt sie. Und die Zwischenbeziehung, kann sie gestoppt werden? Oder beendet? Glauben es nicht. Oder so. Okay. Schön. Schöner Wald, schöner Himmel. Okay. Okay, ich glaube, ich muss tun. Alles klar. Okay, ich glaube, dass wir das tun. Falls es ernst wird, dann brechen wir die Sache ab und einfach nur rein und dann ganz schnell wieder abhauen. Was auch immer wir hier vorhaben, was der Mann in unserem Ohr uns sagt. Zumindest klingt es so. Sind wir mit dem Boot hier? Können wir irgendwas nehmen? Wow. Ich liebe ja den Himmel. Und diese Bäume. Okay, gehen wir mal rein. Privatgrundstück. Kein Betreten. Mit 24 Stunden von Vio und elektronischen Dingern überwacht. Elektronische Überwachung. Können wir reinzoomen? Irgendwie? Verdächtige Aktivitäten unter dieser Nummer melden. Okay. Ich weiß gar nicht, was Within Scary ist. Shift, um zu rennen. Within heißt ja innen drin. In Scary drin, was auch immer Scary ist. Vielleicht dieser Ort hier. Weil wir in diesem Ort gefangen sind. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ah ja. Ein Tor. Abgeschlossen. Okay. Oh shit, is that it? Dude, this is an old school lock. Oh, ist das Come das? Back and grab the zigzag looking pick and wiggle it around in the lock, okay? Should open it up. Okay, ist das ein altes Schloss? Das kann man einfach knacken. Sollen wir eben zurückgehen und unser Dietrich holen? Aber was ist das? Ein Zelt? Zumindest ein Licht. Da liegt doch irgendwas drin. Kommt man da irgendwie hin? Scheinbar nicht. Okay, was auch immer wir hier wollen, gehen wir mal zurück. Was für ein Weg. Der hätte man noch einfach. Okay, ist ja nicht so laut laufen. Man kann sich sogar. Er kann mich sogar von da hören. Wo auch immer da ist. Ist das eigentlich das Funkgerät? Was ist das? Okay, du kannst dein Inventar sehen, indem du I drückst. Sehr schön. Also, wir haben hier einen Dietrich.
Trag nicht zu viele mit dir rum, ansonsten siehst du verdächtig aus, falls du gefasst wirst. Und eine Taschenlampe, einfach F zum Benutzen. Ja. Ja, dann brechen wir mal ein, ne? Kann mich noch erinnern, das letzte Mal, als wir in einem Spiel irgendwo eingebrochen sind, das ist nicht so gut ausgegangen. The House on the Hill hieß das, genau. Mittlerweile umbenannt in Mists of Aiden oder sowas. Ich weiß auch nicht, warum das immer... Warum so oft Horrorspiele umbenannt werden. Okay. Ein weiteres Tor. Okay, ich bin sicher, dass das, bin nicht sicher, ob wir mit dem Lockpick, mit dem Dietrich auch dieses Tor öffnen können. Okay, vielleicht finden wir noch, oh, eine Alternative. Okay. Ist das nur 9? Sieht aus wie eine 9, oder? Hallo, Teddy. Was war das? Obwohl, da ist auch eine 9. Also ich glaube nicht, dass das eine Zahl ist. Sieht, glaube ich, nur so aus. Kühlschrank. Okay, ein Friedhof. Seltsame Umgebung. Ich glaube, den Ofen hatten wir schon in The Girl with a Fabric Face. Genau, das hatten wir auch noch. Da glänzt was. Das ist aber, glaube ich, nur von der Taschenlampe. Könnt ihr euch noch an The Girl with a Fabric Face erinnern? Was? Siehst du irgendwas da drüben? Rede mit mir. Ich sehe gar nichts. Nur eine Eisenbahn auf dem kaputten Stuhl. Oh. Was ist denn das für eine Uhr? Was zum Teufel? Ein Code? Fünfstellig? Obwohl er es weiß. Vielleicht 9? Aber was ist dann blau, rot? Oh, wait. Why's the bomb moving? Are you leaving already? Hä? Ich dachte, da oben sitzt einer. Das Boot bewegt sich. Brief. Briefe können in deinem Inventar gelesen werden. Ah, okay. Ich verliere das Signal. Kannst du mich hören? Sie haben genommen, was schon so wenig noch übrig war von meinem persönlichen Hab und Gut. Sie suchen nach Mika. Sie scheinen sehr wütend zu sein und in Panik, aber warum? Sie ist das Süßste und Ruhigste von allen, von uns allen hier. Was planen Sie mit ihr zu machen? Okay, Mika. Ich muss zum Boot zurück. Aber ich bin gerade wegen dieser Kiste hier verwirrt, wegen dem Code. Ich überlege gerade, wenn weiß wirklich 9 ist, dann muss es ja noch andere Farben geben, vielleicht in diesem Raum. Ich meine, hier ist es ziemlich auffällig, ne? Rot, grün, gelb, blau. Haben wir auch gelb? Blau haben wir, rot haben wir, grün haben wir. Und weiß.
weiß nicht, ob die Farben von diesem Ding irgendwie was sagen. Aber das Ding ist natürlich auch blau. Blau wäre dann vielleicht 4, weiß wäre wirklich 9. Vielleicht. Brauchen wir noch was Grünes? Sieht der Stuhl aus wie eine Zahl? Vielleicht? 6 oder so? Wie eine 6? Könnte alles sein, ne? Aber was wäre dann das für eine Farbe? Grün? Blau? Und was Rotes? Vielleicht müssen wir das aber auch jetzt noch nicht rausfinden. Okay, ich gehe mal einfach zum Boot zurück. Ich versuche es zumindest. Ein Gewitter zieht auf. Das ist, Licht ist aus jetzt. Und da liegt ein Kreuz. Lag das vorher schon da? Ich kann nicht da hingehen. Okay. Sonst irgendwas? Das ist natürlich auch rot. Das Boot ist weg. Es tut mir leid. Okay. Er ist schon. Unangenehm mal wieder. Unangenehm. Okay, gehen wir mal zurück und versuchen mal das Rätsel zu lösen. Vielleicht ist da der Schlüssel drin für das Tor oder so, aber ja. Eine Stunde war, glaube ich, sehr optimistisch, ne? Die haben nicht mit mir gerechnet. Oh Gott, jetzt hör mal auf zu zittern, ey. Da liegt immer noch das Kreuz. Ich kann leider nicht reinzoomen, okay. Oh, das Tor ist auf. Okay, ich guck mal nochmal. Kannst ja zumindest mal versuchen, was ich so vom... Was ist das? Oh Gott. Könnte das grün sein? Nein, könnte es nicht sein. Also 9. Ich denke aber nicht, dass das 9 ist, weil da steht auch so ein Ding. Ich denke, das ist einfach Zufall. Aber wir nehmen trotzdem mal 9 für weiß. Tja. Rot, Teddy, weiß ich nicht. Blau vielleicht 4. Also weiß 9, blau 4 und das vielleicht 6. Grün. Grün 6. 4. 6. 9. Und was ist rot? Und was hat das mit der Uhr zu tun? Ging sie nicht gerade vorwärts? Was könnte rot sein? Das muss doch einen Grund haben. Der Teddy hat, dem fehlt ein Arm. Vielleicht dann 3, weil er nur 3 Gliedmaßen hat. Rot ist 3. 4 ist, okay, wir versuchen es einfach mal. Also blau ist 4. 3, 1. Was war grün? 6. 9? Na. Dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na gut, gehen wir mal rein. Ins Dorf hier. Wie gesagt, vielleicht finden wir das später nochmal raus.
mich aufge... Noch ein Tor. Guck mal, drei. Eine rote 3? Drei hätte ich aber auch bei Rot, ne? Weil der Teddy in dem Roten sitzt. Wo kommen diese Geräusche her? Komm ich von oben? Da ist noch eine 3. Auch zu. Oh. Nee, da kommt man nicht her. Oder? Ist doch von oben. Dieses Scary hat eine Villa drauf gebaut. Es gibt das Gerücht, dass die Reichen diese Insel besuchen einmal im Jahr und irgendwas praktizieren. Traffic, Slavery, Tattoo. Okay, Weapons Trading, Intelligence Gathering. You name it. Okay, Menschenhandel, Sklaverei, Folter und so weiter wird er gemacht. No witness, no loss. Okay. Weit genug weg vom Festland. Keine Zeugen, gar nichts. Eigentlich sollte da keiner hinkommen, außer Leute, die neugierig sind. Vor einer Woche sind irgendwelche Weltführer und wohlbekannte Figuren verloren gegangen. Personen. Viele Leute im Internet, es ist einfach zu schnell. Vielleicht gibt es da eine Verbindung. Irgendwas viele Leute im Internet glauben. Irgendwas. Warum ist das so schnell? Das kann doch keiner, selbst in Englisch kann das doch keiner so schnell lesen. Ah, okay. Wo sind wir jetzt? Radio ausmachen. Benzinkanister, wofür ist denn der gut? Was klackert hier? Ein Zahnrad? Ein Zahnrad. Wird vielleicht in irgendeinem Mechanismus verwendet. Okay. Locked. Das, was wir gesehen haben. Noch ein Zahnrad. Okay. Abgeschlossen. Warum stehen hier Kisten rum? Ich glaube, das ist meine Taschenlampe, oder? Ah. Oha. Ist aber groß hier. Witzig. Sehr bunt und blau. Da liegt auch noch was. Und noch ein Zahnrad. Okay. Welchen Mechanismus muss ich denn wieder in Gang bringen hier? Ich wusste gar nicht, dass es so ein Rätselspiel ist. Okay, mal sehen. Wir locken zu viel Aufmerksamkeit an. Oder wir ziehen zu viel Aufmerksamkeit an. Und jeder dreht hier durch. Scheiß auf die ganze Operation. Wir hauen morgen früh ab, nachdem wir diesen Ort niedergebrannt haben. Okay. Deswegen vielleicht auch das Benzin. Ach, das ist eine Uhr.
Genauso eine Uhr wie gerade in der Hütte, nur in Rot. Und sie dreht auch rückwärts. Das ist aber ein schöner Chuck da in der Ecke. Okay, Zahnräder. Das sieht echt übel aus hier. Übel, übel. Okay, da ist ein Schloss vor. Käfige, ja gut, wenn hier gefoltert wurde. Oh, Gaskanister stehen hier noch rum. Was liegt hier denn alles? Das kann man doch gar nicht da reinkriegen. Okay. Ah, guck mal. Oh, eins fehlt noch. Was ist das denn? Ah, okay. Schön. Was zum... Ach, das war ein Safe? Ein Schlüssel. Okay. Ein kleiner Schlüssel. Vielleicht in einem kleinen Schloss. Für ein kleines Schloss. Okay. Ja, gucken wir erstmal rum. Ah, wahrscheinlich für die Kiste, die da stand, ne? Eins. Ein Videotape. Okay, was bumst hier? Da kann man auch noch hoch. Mein Gott, wie groß ist denn der Ort? Ein Schack. Vier. Vielleicht brauchen wir den passenden Schlüssel dafür. Ich gehe mal hier hoch. Null. Okay. Ja, hierfür wahrscheinlich nicht, oder? Der kleine Schlüssel? Ne, immer noch abgeschlossen. Das Feuer ist jetzt aus. Was? Da ist doch Kirre bei. Ah, okay. Was haben wir hier? Ein paar Türgriffe. Wo habe ich denn Tür und eine Griffe gesehen? Eine Tür und eine Griffe? Oh, dieses Radio, oder? Das macht mich echt irre. Eine Tür ohne Griffe. Okay, nur eine hier. Die hat Griffe. Die da oben? Ich kann es nicht erkennen. Die hat auch einen Griff. Da waren wir schon drin. Hat einen Griff. Ah. Okay. Ach, mein Auge juckt. Die hätten wir nie im Leben aufgekriegt ohne die Griffe. Unmöglich. Okay, oh, muss man eben. So, okay, was ist denn? Was bumst hier? Ist die da drin? Chuck Max auch blutig. Ist schon dunkel. Noch ein Tor. Steht auch eine Zahl drauf? Zwei. Okay.
Ah. Nicht ein Buch. Ein Safe. Raute, Kreis. Viereck, Dreieck. Okay. Ah. 3-2. Okay. 3-2. Wir müssen ein Viereck und Dreieck noch finden. Vielleicht in den anderen Räumen. Viereck ist 8. Oh, das muss ich mal aufschreiben. Oh, immer diese Rätselspiele. Viereck ist 8. Und dann noch ein Brief. Wir entschuldigen uns großzügig, dass wir Ihren Aufenthalt kürzen müssen. Unglücklicherweise scheint einer der Diener vielen Menschen Schaden zuzufügen. Als Ergebnis oder als Konsequenz und für Ihre Sicherheit haben wir das Boot für Ihre sichere Reise zurück zum Festland organisiert. Ihr nächster Aufenthalt wird in dem Haus sein. Okay. On the house. Auf dem Haus sein. Aha. Was haben diese Blütenblätter zu suchen? Die lagen noch unten schon mal rum. Und die Creme natürlich. Das ist ein Massagetisch, ne? Massagetisch. Liegt da noch ein Handy? Hm, haben sie wohl vergessen. Sind sie so schnell abgehauen, dass sie das Handy wohl vergessen haben. Okay, vielleicht finden wir jetzt den letzten Code drin. Oh Mann, machst mich fertig. Locked. Okay. Finden wir da wohl nicht den Code. Sind das die anderen? 3, ich muss mir mal aufschreiben, und 2. Ja, kann natürlich raten, aber... Okay. Ja, einladend, doch. Es sind auch Kameras hier. Guck mal, wir werden beobachtet. Das ist, Hallo? Scary? Warum bist du so scary? Ah, ist ja schon gemütlich hier, ne? Das Bett lädt zum Schlafen ein. Nur zum Schlafen. Oh Gott, hab doch nicht so eine Angst. After end of days. Nach dem Ende der Tage. Okay. Ich guck erstmal, was ist denn hier? Was ist das? Ein Teil von einem dreiteiligen Schlüssel. Jetzt gewittert es auch noch. Was alles? Kann ich zu dir unter die Dusche, Schatz? Ah, okay, kann eine gute Idee. Kann ich irgendwie gucken? Einen hier aufs Klo einmal? Nein? Okay, ja, gehen wir weiter. Okay, ich habe einen Schlüssel. Pippi. Huch! Da haben wir ein Geräusch her. Warte mal, war dieser Käfig gerade schon hier? Bin mir gerade nicht sicher. Die Puppen waren es jedenfalls nicht. Okay, ich denke, ich werde mal einfach ein bisschen Brute Force machen hier. Ihr kennt das ja. Also 3, 2, 8 und noch eine. 3. Oh, toll. 3, 2, 8, 1. 3, 2, 8, 2. 3, 2, 8, 3. Jetzt bin ich verzippt.
3, 2, 8, 3. 3, 2, 8, 4. Habe ich das richtig? Viereck, Kreis. 3, 2, 3, 2, 8, 5. Ah, okay. 3, 2, 8, 5. Okay, was haben wir? Noch ein Teil eines Schlüssels. Okay. Eines dreiteiligen Schlüssels. Das heißt, wir brauchen noch ein Schlüsselteil. Vielleicht leiten die Puppen mich dahin. Runter. Dahin. Warte mal, ist die Tür jetzt auf? Ach, guck mal, 5, da steht's ja. Okay. Alles klar. Schlüssel haben wir. Schlüssel für 2 oder so. Was ist das? Abgeschlossen. Okay. Vielleicht doch daher. Das gefällt mir gar nicht. Ich kann aus dem Fenster sehen. Ah, die Tür ist wieder auf. Oh mein Gott. Okay. A key for the first gate. Also, Tor Nummer 1. Wo war Tor Nummer 1? Unten, glaube ich, oder? Tor Nummer 4. Ah ja. Ein Video. Ist schon, was steht da drauf? What the fuck? 13. März 2012. Kommen wir auch nicht durch. Überall Pippis hier. Zum. Oh. Oha. Die Lampe sieht fast genauso aus wie die Pippis. Gibt's hier irgendwas? Kein Kaminfeuer. Ah, da kommt man auch irgendwie nach oben, ne? Ah ja, durch ein weiteres Tor. Ein Brief. Das ist sehr seltsam. Nach und nach sieht es so aus, als irgendwas, als ob alles mit irgendeiner Art von Virus infiziert wird. Ihre Sprache verändert sich. Das Verhaltensmuster ändert sich. Es ist, als ob sie nicht mehr dieselbe Person sind, die sie gestern waren. Ein Virus. Abgeschlossen. Ist das ein Safe oder was? Kleiner Schrank. Okay, sollten wir im Hinterkopf behalten. Oh! Warum hing der unter der Decke?
Ist irgendwas bei dir? Ein Schlüssel oder so? Ach, das ist aus dem Intro hier, ne? Abgeschlossen. Da hat einer an die Wand geschurzt. Okay, da kommen wir rein. Ah, beste Art zu sterben, wa? Wo sind deine Füße, Junge? Im Boden. Oder abgehackt. Okay, können wir hier wahrscheinlich das Video ansehen. Uhr. Wir müssen genau hinsehen. Wahrscheinlich wird sich irgendwas verändern oder bewegen. Wahrscheinlich, ich tippe auf die Puppe. Oder Chuck wird weggehen. Wo soll das überhaupt sein? Wie, jetzt kommt ein Jumpscare, ey. Oh! Hallo. Oh, ist aber groß. Ich mag ja große Frauen, aber das ist mir dann doch eine Nummer zu viel und zu glatzig. Okay. Ist das Video jetzt weg? Wir haben immer noch den Einsatzschlüssel. Okay. Was sind wir denn noch hier? Locked. Oh. Ein Kino? Was liegt da? Ein seltsam geformter Schlüssel. Vielleicht um diese Spinnenschlösser zu öffnen. Spinnenschlösser? Da steht sie, oder? Oh ja. Sie steht draußen und wartet auf uns. Direkt vor dem Empire State Building. Das ist draußen. Ach, guck mal. Wir sind immer noch auf dieser Insel. Wie es scheint. Spider Doors. Das da. Das da. Oh. Ach, das ist mit. Was ist das? Ein großes magnetisches Viereck. Wofür könnte es... Ah, das ist für den... ich weiß. Ich werde dich von hinten ergreifen und werde dir dein Gesicht abreißen. Oh, okay. Oh, es gibt einen Pool draußen. Cool. Ich gehe mal rückwärts raus, ne? Warte mal, sie stand doch gerade hier, oder? Ich denke mal, das Ding ist für dieses Teil. Ah, wir brauchen 4 Stück davon. Warte mal, oben, oben war auch noch eine Tür irgendwo. Nee, in irgendeinem anderen Raum war auch noch so eine Tür. Ich weiß aber nicht mal in welchem. Aber was ist in diesem hier? Nee, oben. Oben war das. Da ist noch ein Schlüssel, ein roter Schlüssel. Ah, kann ja eine ganze Menge finden, hä? In dem Raum war das, glaube ich. Naja, gegangen, habt ihr es auch gesehen? Ah. So kommen wir in den oberen Bereich. Da liegt ein Kreuz, aber wie kommen wir da hin?
Aha. Ein Seitenschneider. Durch Lock, also durch Kette oder durch Schloss zu schneiden. Ah, aber wie kommen wir in das Kreuz? Da müssen wir irgendwie hinkommen, aber hier kommen wir nicht her. Aber da können wir natürlich die roten, die roten Schlösser mit aufschneiden. War hier oben auch ein rotes Schloss? Oder eine Kette? Ich weiß es gar nicht. Na, hier war noch ein Tor. Schlüssel Nummer 2 brauchen wir, um in diesen anderen Bereich zu kommen. War hier sonst noch eine Tür? Nee, nee. Ist die immer noch im Badezimmer? Nicht mehr. Ah, ich dachte, das wäre noch so ein Magnetteil hier. Puh, wenigstens sie weg. Okay, durchschneiden. Unten waren zwei Türen, die wir durchschneiden konnten. Schlösser meine ich. Eins hier im Flur, genau. Gibt's hier ordentlich Fersengeld hier. Das da. Alles klar. Ah, da ist noch so ein magnetisches Teil. Okay, alles klar. Sonst noch irgendwas hier? Und da noch. Hier war ja nichts mehr drin, nee. Die Frage ist, wie kommen wir an dieses... Stand der Stuhl gerade eben schon da drauf? Wie kommen wir an dieses Kreuz dran? Wahrscheinlich brauchen wir eine Leiter dafür. Okay. Da sind auch noch so Bretter unter der Decke. Aber springen können wir auch nicht. Ah! Die Sounds, die sind wirklich übel. Dieses Huhuhu. Okay. Oh, oh. Ich glaube, wir kommen in den Keller. Kann das sein? Schön, die Wind... Oh, Schimmel. Schön, die Winterräder hier. Ist das ein Schacht? Ich will nicht in den Keller. Noch ein Toter. Fluchttunnel. Oh, ich weiß, wo das ist. Das ist, wo die Kamera war. Die muss da oben irgendwo sein. I see you. Ja, viele Schlafzimmer hier. Was ist das? Eine Kamera. Ah. Captures. Müssen wir... Okay, ah. Oh, der Schatten.
Das Licht lädt sich aber langsam auf. Jeder tötet den anderen. Ganz plötzlich aus dem Nichts schwingen die Messer. Die Leute kämpfen. Es ist komplettes Chaos. Ich habe gesehen, dass einige ihr eigenes Leben, auch ihr eigenes Leben nehmen. Lieber Gott, rette uns. Möge das Kreuz des Herrn an meiner Seite bleiben. Das Kreuz des Herrn liegt auf dem Schrank. Und... Hey, du bist im Weg. Was ist das? Hundi! Ein weiteres Badezimmer. Okay. Was ist das mit diesen Uhren auf sich? Bin mir nicht sicher, ob die Püppis immer an einer anderen Stelle ist das ein Ball? Können wir den mitnehmen? Der springt uns bestimmt gleich entgegen. Locked. Moderne Architektur. Was müssen wir tun? Hier ist alles durcheinander jetzt. Was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung, was ich tun oder finden muss. Ich bin doch einfach nur wieder da raus. Der schöne Fernseher. Sie ist weg und wir können hier rein. Okay. Oh! Schlüssel Nummer 2. Okay, können wir jetzt ganz hier raus? Refuse to do what you want. We don't want to be here. Wir lehnen ab zu tun, was du willst. Wir wollen nicht hier sein. Oh, es ist wieder auf. Oh, danke, danke. Ich muss durch den Keller. Oh! Captures 1, okay. Das hatten wir auch schon in dem letzten Spiel. Jetzt haben wir hier eigentlich 1, 2, 3. Mal sehen, ob wir noch mehr von ihr auffangen können.
Ich höre sie wieder. Oh Gott, ey. Tut mal, vielleicht sehen wir sie auf dem Bild hier. Sie scheint ja immer noch neben dieser Statue zu stehen. Oben? Kommt irgendwie von da. Oh Gott, ey. Komm, setz mal das letzte Teil ein. Nee, es ist noch eins. Es ist noch eins. Ah, wir haben Schlüssel 2 noch. Wir können Tor Nummer 2. Tor Nummer 2 war oben. Wie lange nehmen wir schon auf? Fast eine Stunde. Eigentlich muss es bald zu Ende sein, hä? Ich glaube aber nicht. Tor Nummer 2. Tor Nummer 4. Wir haben ja noch einige Tore vor uns. Das war, glaube ich, 2. Noch ein Badezimmer. Also, es fehlt nicht an Badezimmern. Das muss man ja mal so feststellen. Hier gibt es nichts Besonderes. Käfige. Auch hier. Nichts. Absolut nichts Besonderes. Doch hier hat man den Raum einfach mal wieder um die Käfige herumgebaut. Oder was? Noch so eine Scheiße. Scheiß Uhr. Was zum Hölle stimmt nicht mit diesem Haus? Nichts in diesem Ort ist normal. Es fühlt sich alles so paranormal an. So außergewöhnlich, aber warum greift sie mich nicht an? Warum erlaubt sie mir, hier in diesem Haus zu leben? Stattdessen folgt sie mir. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, sehe ich sie. Jedes Mal, wenn ich mir, wenn ich die Augen schließe, höre ich sie. Sie sind... Das ist nicht richtig. Nichts davon ist richtig. Irgendjemand hat mein Boot gestohlen. Ich glaube, jemand versucht mich zu verletzen und ich bin in diesem Haus eingeschlossen. Ich werde es hier rausschaffen. Ich schwöre, ich werde es. Ich muss es einfach. Zeit mal kurz. Also interessant, dass er dieselben Elemente auch wieder benutzt mit der Kamera und so. Aber ich finde schon, dass die Atmosphäre sehr dicht ist. Also es, auch wenn die Grafik jetzt nicht die tollste ist, es so ein bisschen wie aus dem Lego-Kasten wirkt. Fühlt sich schon unangenehm an. 20. Aber die 0 ist durchgestrichen. Was soll das heißen? Und wie kommen wir zu diesem Kreuz? Huh. Die platzenden Lichter. Ist auch der Klassiker in Turnwax Games hier. Der gute Stunny. Alter, dieses Haus ist riesig. Das ist der Bereich, wo die Kisten vorstanden. Aber was gibt's denn dann hier? Blut.
Two of us for life. Zwei von uns für das Leben. Warte mal, wo komme ich her? Von da. Oder? Hier geht's wieder runter. Ne, hier bin ich reingekommen. Da ging es wieder runter. Hier ist noch ein Raum. Noch ein Video. Und das vierte Teil. Okay. Schön. Und ein Brief. Da ist eine Bombe auf dem Dachboden. Die Bombe ist verbunden mit allen Gaskanistern im gesamten Haus. Ich bin bereit, diesen Ort zugrunde zu brennen. Das ist der einzige Weg. Es muss sein. Ich werde mein Kreuz hier lassen. Falls ich versage, nimm es bitte und behalte es bei dir. Es wird dich gut beschützen. Okay. Aber wie komme ich an das Kreuz dran? Ist auch ein Kreuz. Muss ich das wieder stoppen? Okay, wahrscheinlich. Hätte ich mal ein Foto gemacht, du. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ah. Wir kommen auf den Dachboden. Was müssen wir denn hier machen? Müssen nicht alle so? Wahrscheinlich irgendein Symbol, oder? Ah, doch so. Was ist da drin? Eine rote Kiste. Eine kleine rote Kiste, die eine geheime Zutat enthält. Okay. Da kommen wir runter. Was war das? Das war mal hier eine Tür. Ach, da kann man nicht rein. Okay. Schlüssel 3. Ah. Und ein Brecheisen. Irgendwo gab es doch eine Tür mit. Eine Tür, die verrammelt war. Im Keller. Meine ich. War das nicht hier? Da. Wir sind frei! Ach, das war das Haus. Und wo war der Weg? Hier? Warte mal, Nummer 3. Haben wir doch hier. Schlüssel 3. Jetzt kommen wir hier rein. Da hinten war auch noch 3. Ah, wir sind immer noch auf derselben... Scheiß.
Insel. Aber im Haus gab es auch noch mit Tür 3. Da ist noch ein Teddy. Was ist... Oh Gott. Oh. Fallen. Hier ist ein Brief. Irgendwas verfolgt uns. Irgendwas Paranormales. Es besetzt uns. Einer nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie es hierher gekommen ist, aber ich glaube, ich weiß warum. Wir verdienen das. Was knackt hier? Die Zeit ist gekommen. Ich habe alle 4 Zutaten zusammengemischt. Ich habe sie mit Hitze gemischt. Das... so nah an dem Friedhof wie möglich. Erinnere dich dran. So backst du einen Kuchen, Mika. Den Ofen. In der Nähe des Friedhofs. Das schwebt einfach. Geschlossen. Mal denn hier raus. Die Tür hat keinen Griff mehr. Ist genug gepoltert hier? Wir werden hier schrecklich behandelt. Diese Monster sperren uns in Käfige ein. Sie haben uns als ihre Bedienstete behandelt. Wir mussten sie massieren und so viel mehr. Ich habe Angst, das hier sogar aufzuschreiben. Da ist doch was, oder? Warum kann ich die Tür nicht aufmachen? Da liegt doch was im Waschbecken. Oder nicht? Okay. Jetzt die Tür auf. Ja, kann ich. Dietriche. Oder? Ist so verrückt.
Wieder eine Uhr. Wieder ein Tape. I love movies. Okay. Ah, zwei davon, ne? Müssen wir wieder ins Haupthaus. Okay, Toilette. Nichts hier. Oh! Vier Captures. Okay, gibt es noch mehr Türen? Hier sind die Betten. Hier ist keine Ahnung was. Hier war noch Türen. Oh. It's okay though, I'm almost there. I think I should be at the docks in a couple of minutes, okay? Okay. I finally reached you. Ah, ein Mädchen namens Mika hat sich das Boot geschnappt. Sie hat mir alles erzählt, sie musste einfach da wegkommen, aber er ist in ein paar Minuten da und holt mich ab. Okay. Was ist das? EMF-Reader. Mir wird gesagt, dieses Ding... Wenn dieses Ding in einem Bereich piepst, dann bleib weg davon. 10. Okay, will ich wirklich noch die Videos sehen? Achso, hier war die Falle. Ja. Fluchtkünstler. Okay. Hier ist doch der Friedhof, oder? Hier haben noch die Videos, die will ich aber definitiv... Warte mal, hier war der... Wo war der Friedhof? Nee, der Friedhof ist da oben. Okay. Ich vermute mal, dass es mehrere Enden gibt. Actually, I'm sorry. I can't come. I don't want to disrupt you all. You should go spend some time with your family. We're all waiting for you in the master bedroom. I'm sorry, but no one is coming. Ah. Goodbye. Es tut mir leid. Aber es kommt keiner. Du sollst ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen. Oben im Schlafzimmer. Es tut mir leid. Auf Wiedersehen. Und seine Stimme war verändert. Du könntest die Videos noch angucken. Und wir haben noch den Zweier-, Dreier-Schlüssel. Ah, hier kommen wir zum Haupthaus, ja? Und kommen wieder in den Eingang. So, kommen wir wieder ins Haupteingang. Aber hier war noch ein zweiter. Boah, ist das hell, ey. Hier ist ein Pool oder so. Da ist noch ein Eingang. Komm noch in den Bereich. Stand hier nicht einer vor der Tür? Hier? Ja, obwohl sie ja nicht mal so sauber aus. Gab's denn noch irgendwo verrammelte Türen? Jetzt mal uns die Videos angucken.
Der steht da einfach nur. Aber der ist ja eigentlich tot. Okay. Und das letzte Video. Wo soll das sein? Oh, oh Gott! Okay. Was haben wir noch für Türen? Der steht ja wieder. Oben. Ich muss irgendwie nach oben. Hier haben wir noch den Dreierschlüssel. Hier können wir noch rein. Ach nee, vier. Wir brauchen Viererschlüssel. Aber ich wollte oben. Noch an das Kreuz versuchen zu kommen. Von hier wird das nichts. Ich dachte vielleicht mit dem Crowbar können wir das irgendwie erreichen oder so. Ach so, wir sind jetzt im Master. Vielleicht kriegen wir das jetzt mit dem Dietrich auf. Aha. Nichts passiert. Ich schätze mal, wir brauchen erst Strom. Und dann können wir wahrscheinlich nach oben diesen Ort niederbrennen, oder? Da rein. Nee. Oh, warte mal. Das war der Blick, genau. The Three of Us for Life. Da liegt aber was, eine Waffe. Nee, ich gehe da nicht rein. Ich versuche noch was anderes. Ich gehe nochmal durch die anderen Räume. Hier ist noch eine Tür. Haben wir hier schon drin? Oh, der Massageraum. Ah, was ist das? Eine Sicherung oder so? Eine Sicherung! Wo müssen wir die einsetzen? Dumme Frage. Natürlich im Sicherungskasten, aber wo ist der? Ah! Okay. Eine Leiter. Ah, mit der Leiter kommen wir in das Kreuz. Mit dem Kreuz können wir vielleicht uns beschützen. Ist das alles groß hier, das Haus?
Dann kommen wir mit dem Kreuz wahrscheinlich in die Räume. Mit dem Kreuz wahrscheinlich in die Räume, wo wir nicht hin dürfen. Wo das EMF-Signal ist. Okay. Heiliges Artefakt. Hält das meiste böse Feuer fern. Dann können wir jetzt doch wieder auf den Dachboden. Beziehungsweise ins Schlafzimmer. Funktioniert das automatisch? Ich hoffe schon. Ne, da geht's runter. Versuchen wir erstmal Schlafzimmer. Eine Pistole. Mit einer einzigen Kugel. Oh, die ist aber groß. Ist doch die große Frau hier. Da kommen wir aber auch nach oben. Gefahrenlos. Da ist ein Computer. Detonate. Okay, wir können das Haus in die Luft sprengen. Aber mir fehlt noch Schlüssel 4. Wo können wir den finden? Wo sind noch Türen? Okay, ich gehe nochmal einmal durch. Ich gehe nochmal einmal alles absuchen. Ob noch irgendwo eine Tür übrig ist. Ob mir noch irgendwie was einfällt. War im Keller noch was? Und wenn nicht, dann lassen wir es detonieren, würde ich sagen. Ja gut, man könnte den Code noch rausfinden, ne? Hier kommt man nur raus wieder. Noch irgendwelche Türen? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass noch... Wie findet man denn den vierten Schlüssel dann? Schlüssel Nummer 4. Ich wüsste jetzt nicht, wie. Guck mal auf die Terrasse. Was können wir mit der Kuh, mit der Pistole machen? Hoch wieder. Der ist jetzt weg. Die steht immer noch da. Hier waren wir schon mal. Gehen wir mal hoch. Nochmal. Oh, was war hier? Nur die Treppe. Nichts, was wir machen können. So, was können wir hier oben machen? Gar nichts. Locked, 20. Irgendwo war noch eine Tür mit 10. Was können wir mit der 20 machen? Da brauchen wir definitiv noch einen anderen Schlüssel, aber wo... Wo finden wir den? Ich
kann mich nicht erinnern. Hier ging es nicht weiter. So ein krankes Spiel, ey. Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch eine Tür vergessen haben. Deswegen detoniere ich einfach mal und gucke mal, was passiert. Das ist dann wahrscheinlich wäre ein Ende jetzt gewesen, wir wären einfach ohne Schutz in den Raum gegangen, also ohne Kreuz. Ein Ende die Detonation und eins ist wahrscheinlich das Geheime. Wo man dann noch in den vierten Bereich kommt. Tja. Wenigstens war mein Tod schnell und schmerzlos. Ich war fähig, ihn zu widerstehen, aber zu welchem Preis? Am Ende, alles, was ich gemacht habe, war, die Verbrechen zu verstecken. Genauso wie sie es wollten. Ende. Ende 2. Ende 2 von 4. 4 Enden gibt es sogar. 81 Minuten, 5 Fotos, 3 von 3 Kassetten, 10 von 12 Notes. Keine Easter Eggs. Eins, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Okay. Tja. Turnbex Games. Stanislav Truchowski. Rhythm Scary wurde entwickelt mit der Unity Engine, Audacity, Blender und PaintNet. So. Vielen Dank an das Unity Forum. Ihr habt immer die Antworten, die man braucht. Und im tiefsten Innern meines Herzens will ich dir danken, dass du Rhythm Scary gespielt hast. Es ist eine Ehre und ein Privileg für mich. Within Scale wurde am 8. Februar 2022 veröffentlicht. Vielen Dank fürs Spielen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, natürlich. Ich werde alle Turnbex Games spielen, die so kommen werden noch. Ich freue mich schon. Oh, change language. Oh, guck mal, wir jetzt noch auf Russisch, Polnisch, Koreanisch und Japanisch spielen können. Okay, jetzt kommen wir wieder noch auf den Hauptscreen. Okay, ich fand's eigentlich gar nicht mal so, also ich fand es eigentlich richtig gut. Die Rätsel mochte ich, aber ich habe absolut keine Idee. Doch, ich habe eine Idee. Klar, da wäre ja noch dieses mit den Farben. Diese Kiste mit den Farben, da wäre bestimmt der vierte Schlüssel drin gewesen. Okay, man, es gibt vier Enden. Ein Ende, man geht ohne Kreuz in den Raum, lässt sich umbringen. Klar, wahrscheinlich schon. Entweder oben oder unten. Zweites Ende, man jagt alles in die Luft. Das hatten wir. Drittes Ende? Keine Ahnung. Man kommt in den vierten Bereich. Viertes Ende, vielleicht wird man doch, kann man doch irgendwie abgeholt werden oder so. Definitiv ein Spiel, was man mehrmals spielen kann. Was ich allerdings nicht machen werde hier auf dem Channel. Ich spiele es eigentlich immer nur einmal durch. Sei es irgendwie was ganz super Besonderes oder so. Oder es kommt ganz super toll an bei euch. So 100.000 Aufrufe oder so. 1 Million Likes. Ja. Ihr könnt es gerne selber kaufen und spielen. Ich glaube, es kostet nur 3 Euro. Könnt ihr den Entwickler unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder, wenn ihr mögt. Vielleicht wieder von Stanislav. Haut rein. Ciao. Hör auf zu klopfen. Muss die Scheiße noch von der Wand schmieren hier. Putzen mal ich. Tschüssi.